Herzlich willkommen zum 35. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Nachdem uns jetzt langsam aber sicher der Platz ausgeht auf dem Bereich der Platte, habe ich mir gedacht, es ist Zeit für die Erweiterung. Noch steht der Schrank im Weg, der kommt gleich raus. Dann bauen wir da die neue Tischplatte auf, erweitern schon mal ein bisschen, legen die Zugstrecke aus, dann planen wir das Ganze schon mal durch und dann schauen wir mal, wie es läuft. Also, es sind ja noch ein paar Lücken hier in der Lego-Stadt drin. Hier vorne zum Beispiel, da ist noch eine große unbebaute Fläche, die da ist. Hier, der Berg ist natürlich längst noch nicht fertig. Also es gibt auch noch genug hier zu tun, aber ich habe mir gedacht, das kommt dann im Laufe der Zeit immer mal wieder, kehren wir dann hier in den Bereich zurück und jetzt fangen wir mal an, hier die Innenstadt vorzubereiten. Ich habe Leute in YouTube-Videos öfter mal schnipsen sehen und dann einen Videoschnitt machen sehen. Ich hoffe, das funktioniert bei mir auch so, ist mein erster Versuch, schauen wir mal, wie es geht. Theoretisch müsste gleich der Schrank weg sein. Naja, daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, nichtsdestotrotz, der Tisch ist jetzt fertig eingebaut. Hier könnt ihr die Abmessungen sehen, das sind genau 3 32x32er Plates beziehungsweise 2 von den fetten grauen Plates hintereinander gesetzt, damit ich hier den Tisch vollständig ausgefüllt habe mit eben den vorgegebenen Lego-Maßen, dass wir nicht wieder mit sowas anfangen müssen, dass wir uns hier die Baseplates zusammensägen. Das ist ja lästig gewesen, da habe ich jetzt da ein bisschen weiter mitgedacht bei der ganzen Konstruktion. So, jetzt geht's weiter. Natürlich müssen wir als allererstes mal die Zugstrecke verlegen auf der Plate hier. Auf der Plate sage ich schon, auf der Holzplatte. So sehr bin ich schon von Lego geprägt. Also, wir haben jetzt mehrere Optionen. Entweder wir führen die nach hinten durch und führen die hinten an der Wand lang, die Zugstrecke, oder wir bauen die direkt vorne um die Ecke. Ich präsentiere euch jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten und dann können wir ja gemeinsam dann drüber nachdenken, was hier hinkommt. Option 1 wäre es, nachdem man hier aus dem Bahnhof rauskommt, eine Linkskurve einzubauen und dann eine Hauptstrecke in der Mitte der Holzplatte zu verlegen und die dann da hinten zu vervielfachen. Da kommt dann irgendwann auf das zusätzliche Erweiterungsmodul, was dann dahinter kommt, noch ein Kopfbahnhof oder ein Güterbahnhof oder was weiß ich hin. Aber das wäre hier erstmal der Beginn dafür, ein Abstellgleis, das kann man sich dann noch in Ruhe überlegen. Es ist ja nicht die Endlösung da, es geht ja nur darum, dass hier die Strecke in der Mitte verlegt wird. Hat den Vorteil, dass ich hier hinten genug Platz für Häuser habe und hier vorne auch noch genug hinbauen kann. Die Straße würde ich dann so verlegen, dass die einen leichten Schlenker macht und dann hier parallel zu der Zugstrecke eben weitergeführt wird. Ob man da jetzt dann Modulas noch hinbaut oder selbst irgendwelche Hochhäuser baut, nachdem hier ja dann wirklich der Stadtbereich kommt. Das hier ist dann ja eher so Altstadt. Hier kommt dann irgendwas Moderneres hin, vielleicht ein paar Bürogebäude, wie gesagt. Das kann man sich ganz nur überlegen. Polizeistation und Feuerwehr habe ich auch gehört oder gelesen in den Kommentaren, dass ihr das unbedingt haben wollt. Die können wir dann auch auf die Fläche setzen. Aber es geht hier jetzt gerade um die Gleisoptionen. Das wäre Option Nummer 1. Die zweite Möglichkeit ist es, das Gleis erstmal geradeaus weiterzuführen und dann hinten an der Wand lang zu legen. Hat den Vorteil, dass ich hier bei der Straße, die da gerade ankommt, einen schönen Bahnübergang hier integrieren kann in die Stadt und dass hier davor genug Platz ist, ohne dass uns irgendwelche Züge behindern, um Gebäude zu bauen und den eigentlichen Stadtbereich weiterzubauen. Das, was ich wohl als Nachteil sehe bei der Lösung, ist, dass wir dahinter an der Wand eigentlich keinen vernünftigen Platz mehr haben. Also da können genau noch ein paar Bäume hin oder Kulissengebäude mag ich eigentlich nicht so, also einfach nur eine Fassade. Das sieht, glaube ich, blöd aus. Das passt da nicht so gut rein. Deshalb, so ein großer Fan bin ich im Moment noch nicht von der Lösung. Aber ich wollte es mal aufgezählt haben, besonders wegen dem Bahnübergang. Also ich glaube, das wäre natürlich echt klasse, da einen schönen Bahnübergang zu haben. Da hinten haben wir ja zwar schon einen, aber der ist viel zu klein und ist nichts im Vergleich zu einem schönen, großen mit fetten Schranken. Und ja, wie gesagt, würde mich schon freuen, aber das hat halt den großen Nachteil, dass man wenig Platz dahinter hat dann. Auch das hier wäre eine Option, den Güterbahnhof hier vorne schon auf die Platte zu bauen, also noch quasi den Stadtbereich minimal zu erweitern und dann auch schon ziemlich direkt den Güterbahnhof zu haben. Ist aber meiner Meinung nach nicht so sinnvoll. Ich glaube, da haben wir lieber noch ein klein wenig Geduld und warten dann auf die Erweiterung, dass wir dann hier hinten den Güterbahnhof draufbauen können. Auch wenn es mich ehrlich gesagt sehr reizt, wenn ich mir das hier so anschaue, da hat man schon Lust auf einen großen Bahnhof. Aber es geht ja gerade hier vorne um die Gleisverlegung. Das wäre jetzt die Mittellösung aus den beiden Situationen. Und zwar ist es nicht, das Ding direkt vorne abbiegen zu lassen und auch nicht ganz hinten an der Wand lang zu führen, sondern eine gerade rauszunehmen. Dann würde ich wieder einen Bahnübergang machen. Da könnte ich dann hier die Straße ein klein wenig korrigieren, sodass wir über die zwei geraden Stücke hier rüberkommen, weil über eine Kurve kann ich ja den Bahnübergang schlecht bauen. So, und dann würden wir eben hier mit der Straße ankommen und dann irgendwo hier im vorderen Bereich langfahren. Hier könnt ihr das jetzt sehen. Das wäre der Platz, den ich dahinter noch habe. Reicht natürlich nicht für Modular Building, dafür ist kein Platz in dem Fall. Aber es würde ohne weiteres dafür reichen, selbst ein paar Gebäude zu designen und hinzubauen. Also es geht jetzt mal, abgesehen natürlich von dem schönen Bahnhof, der hier dann irgendwann hinkommt, dass man hier
diese Strecke erstmal noch erweitert. Also hier noch ein paar Geraden hinbaut. Denkt euch jetzt mal alles weg, aber das hier wäre dann die Strecke, die man verfolgt. Ohne die ganzen Weichen natürlich. Also, ich mache das jetzt, wie ich es schon mal beim Berg hier hinten gemacht habe. Wir machen wieder eine Abstimmung oben. Da kommt jetzt so ein kleines I in der Ecke. Da könnt ihr draufklicken und sagen, ob für euch Möglichkeit 1, einmal hier vorne direkt abzubiegen, Möglichkeit 2, ganz hinten das lang zu legen, oder Möglichkeit 3, der Mittelweg am besten ist. Wie gesagt, dann machen wir einmal einen Mittelweg mit Güterbahnhof direkt, da könnt ihr draufklicken, oder Mittelweg mit einfach der Geraden und dann hier hinten abwarten mit dem Güterbahnhof. Also da könnt ihr jetzt gerne abstimmen zu. Ich habe mir gedacht, ich warte jetzt, bevor ich hier anfange, den Bereich vollzubauen, noch auf eure Ideen, auf eure Vorschläge. Ihr habt ja auch immer ganz grandiose Ideen für sowas, also da freue ich mich schon wieder auf die Kommentare. Die versuche ich wie immer so schnell es geht zu beantworten und dann auch drauf einzugehen. Ja, und ansonsten wären wir jetzt auch wirklich dann am Ende vom Video angekommen. Heute haben wir ja gar kein Lego gebaut, nur hier die Holzplatte dafür gesorgt, dass die hier rankommt. War aber genug Arbeit. Und jetzt würde ich sagen, ich freue mich ganz besonders, mit euch gemeinsam diese Platte auszugestalten. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.